Hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute, und willkommen zurück zum Crime Scene Cleaner. Wir sind hier immer noch im Museum und Kunst liegt ja im Auge des Betrachters. Danke erstmal an Ira für den Tipp, denn die hat gesagt, wenn wir hier in dem Raum sind, Leute, seht ihr da oben das, was ich für ein Notausgangsschild gehalten habe? Scheint tatsächlich, wenn wir näher rangehen, eine Kassette zu sein. Und da kommen wir ran, indem wir nach und nach hier, ups, müssen wir nochmal gucken, dass wir hier, ach nicht, wir kommen da nicht hoch. So, da nochmal zu, dass wir hier halt hoch hüpfen. Okay, geil. So, hier nochmal zu. Und dann ganz vorsichtig, Step by Step, hier hoch. Und da oben kommen wir schon dran. Ja, wir kommen schon dran. Cool. Hallo. So, Moment, Leute. Irgendwas ist da jetzt aufgegangen. Und ich war ja der Meinung, okay, Leute, okay, hier, das ist auf. So, heißt, hier haben wir einen geheimen Raum. Sehr schön, Leute. So, da der geheim ist, brauchen wir hier natürlich nicht putzen, aber wir gucken uns mal um, was wir hier Schickes finden. So, danke dir erstmal. Oh ja, das sieht gut aus. Da scheinen schon die Einsätze für die coole Nacht hier zu liegen. Okay, da geht's wieder zu. Wollen wir mal sehen, ob wir hier noch irgendwas haben. So, die Milch, aber nee, wollen wir nicht. Kaffee, ja, Kaffee könnte ich jetzt vertragen, Leute. Mal schauen, ob wir irgendwie die Axt hier. Sorry, wenn ich hier eine Kunstzerstörung und so. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube tatsächlich, das wird's gewesen sein. Und damit dieses Geheimnis gewahrt hat, müssen wir die Tür demnächst mal wieder schließen. Brauchen wir jetzt nicht machen. So, alles klar. Außerdem, Leute, haben wir uns ja mittlerweile vorgearbeitet hier in den paläontologischen Bereich. Und jetzt können wir hier zumindest schon mal anfangen. Den Dino wieder halbwegs hinzukriegen. Ich denke, das gehört hierhin, ja. Please, don't come back to life. Also zumindest die Knochen, die wir schon mal haben. Jetzt entwickelt sich das Ganze hier zu einem Knochenjob. So, der nach da. Hier und uns fehlen auch noch ein paar Knochen. Alle haben wir noch nicht gefunden.
Ja, komm. So, den haben wir auch. Dann können wir gucken, wo die restlichen Knochen zu finden sind. So, hier hatten wir ja auch noch jede Menge. Der verschmiert mir hier alles, Leute. So, alles klar. Können wir den in Müll schmeißen? Ja, ich denke schon, ne? Can't pick up anything with a full bag. Time for a bag swap. Jo, jetzt müssen wir den aber aufheben können. Weg mit dir. Was haben wir hier? Also da hinten scheint noch irgendwas in der Wand zu stecken. Ich schätze mal, wir ziehen die. Oh, wir müssen wieder säubern. Ja. Ja. Bitte. Zu schnell geht das hier. So, neues Wasser holen. Dazu. Wir nehmen immer die verschiedensten Mischungen. Wird immer schön bunt, ne? So. Hier hingestellt. Alles schön sauber machen. Und dann putzen wir hier mal durch. Ich habe nämlich das Gefühl, Leute, dass wir da hinten unsere nächste Leiche finden. Folgen wir den Spuren. So, jetzt mit den Reinigern, die wir hier haben. Verschmutzt zwar der Mob schneller, aber dafür geht das Blut auch schneller weg, ne? Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ist übrigens ein roter Stuhl, nur mal eben angemerkt. Heißt, da können wir wieder in den roten Raum zurück, den Sessel. Ich glaube, ich weiß auch, wo der hingehört. Okay, da haben wir die nächste Leiche. Aber wir schnappen uns erst den Stuhl. Kleines Labyrinth hier. So, der wäre sauber. So, na, 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 da war der Sessel.
modern art is truly something else. Righto. Gehört das so? Ist das Kunst oder kann das weg? So. Ist da irgendwas hinter? Sieht man auch nicht, ne? Na, den kriegen wir nicht fleckenfrei sauber. Schmuddelt, aber wir haben die nächste Leiche hier. So, wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? The best defense is a good offense. Okay, nehmen wir mal mit. The dinosaur went on a killing spree. Umdrehen, umdrehen. Das ist jetzt blöd, weil wir kommen nicht an die andere Seite ran und den kriegen wir auch nicht so richtig gedreht. Ich glaube, wir machen die erstmal sauber hier wieder. Das ist bis jetzt, ups, echt der schwierigste und längste Job, den wir haben. So, wir können jetzt, wir können das einmal auch schon wieder, sauber machen. Ich glaube, wir nehmen diesmal aber doch wieder das Zeug, bei dem das Werkzeug länger sauber bleibt. Ich hörte, ich glaube, die Cops kommen. Wir müssen uns beeilen. So. Moment, welches nehmen wir? Waschfläche erhöht. So, einmal Jennis. Und schwierige Flecken. Nee, warte. Die Waschfläche. So, jetzt haben wir mal eine andere Farbgebung. Und können hier fein weitermachen. Hier lag er einen Moment. So, und du dreh dich doch mal. Wir kriegen ihn nicht so vernünftig gedreht, dass wir den vorher sauber kriegen. Auch blöd. Komm. Einfach zwischendurch mal werfen. Irgendwann wird das schon auf die richtige Seite fallen. So, der nächste Knochen. Müsste hier der Zehenknochen sein, oder nicht? Oder nicht? Da hinten gehört er hin. So, du kommst mit mir. Oh, ja.
Also du kannst hier putzen, wie du willst, machen, wie du willst. Irgendwie hast du das Gefühl, du kommst nicht weiter, ne? Hier ist echt schwer verdientes Geld. Jetzt aber, ich wollte gerade sagen, selbst die Toten wollen hier nicht mitspielen. Oh, die Flaschen, die hier rumliegen. Da müssen wir uns vielleicht auch noch drum kümmern. Und der gesamte obere Bereich, den haben wir ja auch noch vor uns. Also, vor Langeweile sterben werden wir hier im Museum heute wohl nicht. So, hier sieht jetzt soweit sauber aus. Naja, sauber halt, ne? Einmal mit Profis arbeiten. So, pass auf, wir machen hier noch. Die bringen aber auch den ganzen Dreck mit rein, die ganzen Killer und Opfer hier. So. Immer schön gucken. Hier haben wir noch ein Besal. Oh, Moment. Leute, komm. Jetzt so. Sauber machen. Und dann packen wir die Kugel wieder an den vorbestimmten Platz. Back where you belong. What a dumb exhibition. So, da hinten müssen wir noch hin, ne? Da scheint auch noch ein geheimer Raum zu sein. So, wie kommen wir darüber? Okay, hier lang. Die nächste Kiste. Was haben wir denn hier? Drogis und Zeus. So, hier haben wir eigentlich gar nichts an Verschmutzung, aber eine geheime Tür scheint hier zu sein, Leute. Oh nein, keine Farbenrätsel, oder? What is that even for? Ja,
Rot, Gelb, Grün. Lass mal alle auf Grün machen. Passiert auch nichts. Rot. Wir testen mal gleiche Farben zumindest eben durch. Aber da passiert auch nichts. Also wenn ihr mich fragt, glaube ich nämlich, dass wir hier diese Tür mit den Fernsehern irgendwie öffnen können. So, noch weiß ich nur nicht wie. Na gut, dann mache ich mir später nochmal einen Kopf. Vielleicht kommen wir da drauf, dass wir hier irgendwo sehen, was man da machen kann. Dass wir irgendwo einen Tipp dafür finden. Im Moment sehe ich ihn allerdings nicht. Blau. Moment, Moment. Blauer Raum. Blauer Raum, Raum würde doch heißen, alles blau, weil das hatten wir auch schon, ne? So, alles blau funktioniert nicht. Wir haben hier aber verschiedene Farben der Räume, nämlich die Wand ist mehr grün, ist mehr blau. Nee, scheint doch auch die gleiche Farbe zu sein. Na gut, später. Später dann eben. So. Zumindest von der Verschmutzung her sollten wir jetzt alles haben. Da ist noch ein bisschen Kohle. Wir kommen hier echt nur Raum für Raum weiter. Und vielleicht hat einer von euch ja eine Idee, wie wir dieses Farbmuster-Rätsel am Ende lösen können. Also ich habe hier bis jetzt noch nicht wirklich nichts gesehen, was uns hier helfen könnte. Na gut, okay, lassen wir erstmal oder stellen wir erstmal zurück. Don't forget to water plants and yourself. Ist der Gärtner wieder hier, Leute? Ups.
Alter Falter. Aber wir haben ja schon gesehen, dass hier wirklich Räume ohne Ende, ne? Räume ohne Ende. So, du. Kommst mit mir. Man sieht nichts, ne? Du siehst ja nicht, wo du hier langläufst. So, hier fehlen uns noch irgendwelche Bilder. So, wo? Wo fehlen noch Bilder? Ich glaube, auf der anderen Seite, ne? Ich bin mir sicher, hier fehlte uns noch ein Bild. Da. Auch nicht. Kommst du da auch nicht hin? Auch noch nicht das Richtige. So, das war es nicht. Das können wir auch noch mal probieren. Aber ich glaube, das war es auch nicht. Na, mach doch jetzt mal. Nee, das war es auch nicht. Da ist aber nur das eine, was fehlt. Okay, ihr bleibt erstmal hier liegen. Bewegt euch nicht von der Stelle. So, was hatten wir denn hier noch beim letzten Mal? So, die olle Büste, die können wir auch noch mal zurückbringen. Ich glaube nämlich, da habe ich auch eine Idee für. Können wir nichts machen, ne? Ne, da können wir nichts. Hat gehört so mit dem Blut, okay. So, ich wollte aber ganz schnell, bevor wir hier aufhören für heute, nochmal eben hier rein. Hier nochmal schauen. Okay, hier kommen wir, glaube ich, wieder. Ja, hier sind wir wieder unten. Oh, was? Oh, Moment. Bla, 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 bla. Zurücklegen. So, wir haben noch keine Ahnung. Aber wir haben Rot, Gelb, Grün, Blau und zweimal Grau. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, welche Farbkombi wir dafür übertragen. Aber ich denke mal, das dürfte unser Tipp sein. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut und bleibt gesund.